Hey Leute, ich bin's Max von Bushcraft Bear hier auf Waldgerechte Jagd und heute ein weiteres Video aus der Wiederlader-Serie. Und zwar möchten wir uns anschauen, wie ich überhaupt rauskriege, welches Geschoss das richtige für mich ist, welches Pulver dazu passt und sämtliche Daten rings um die Patrone, die ich laden möchte, sprich Pulvermenge, Patronenlänge, Geschosssetztiefe, Geschossgewicht und so weiter. Grundsätzlich, wenn es darum geht, Patronen selbst zu laden, und ihr habt es gerade auch schon im Disclaimer gesehen, seid ihr selbst für das verantwortlich, was ihr da macht. Also nur weil ich das hier so zusammenbastel oder weil Wiederlader87 in irgendeinem Forum geschrieben hat, dass es die beste Patrone ist, die er jemals geladen hat, muss das nicht heißen, dass sie bei euch auch funktioniert und muss das nicht heißen, dass diese Patrone sicher und in den entsprechenden Druckbereichen geladen ist. Achtet hier also immer ein bisschen drauf, was für Informationen ihr einholt und überprüft diese Informationen nochmal selbst. Wie man sowas relativ gut überprüfen kann, schauen wir uns gleich an, wenn wir Richtung Computer wechseln. Zuerst möchte ich kurz über das Thema Geschosse sprechen und bei mir ist es ein 150 Grain Geschoss geworden, und zwar das Fox Classic Hunter, mit dem wir nachher auch laden werden und dieses Beispiel mal durchrechnen werden. Was ihr aber auswählt an Geschoss, ist nachher komplett euch überlassen. Ihr habt natürlich eine extrem große Bandbreite und solange das Geschoss im richtigen Kaliber ist, macht ihr erstmal nichts falsch. Ja, neben dem Geschoss selbst ist natürlich das Pulver noch sehr entscheidend, welches ihr für eure Patrone verwendet. Und diese Informationen bekommt ihr am allerbesten auf den Websites von den Pulverherstellern. Es gibt da sehr große Unterschiede, ob das eine Kurzwaffenpatrone, eine Langwaffenpatrone ist, ob das eine Patrone mit großem Volumen oder kleinem Volumen ist. Und wir schauen uns das jetzt hier mal beispielhaft bei Vitavori an. Ich selbst verlade auch einen Vitavori-Pulver. Diese Information muss aber von jedem Pulverhersteller zur Verfügung gestellt werden und die bekommt ihr in der Regel auch auf den Websites von den Herstellern. Ja, wenn wir dann auf der Website von Vitavori sind, dann sehen wir hier oben den Reiter Reloading Data und in unserem Fall natürlich Rifle Reloading. Auf der Seite sehen wir dann, dass das Ganze hier aufgegliedert ist in die unterschiedlichen Kaliber und wir scrollen jetzt hier mal runter zur 308 Winchester, die wir in meinem Beispielsfall ja entsprechend laden. Ja, dann sind wir hier auf der Seite für die 308 Winchester und alle Daten, die wir hier unten jetzt sehen, wurden unter diesen Voraussetzungen getestet. Sprich mit einem Lauf von 61 cm und einem 12er Drall, mit den Large Rifle Anzündhütchen und mit Lapua Hülsen. Das ist deswegen entscheidend, weil andere Hülsenhersteller gegebenenfalls andere Materialstärken haben und damit andere Innenvolumen. Und weil natürlich auch ein anderes Anzündhütchen ein anderes Anzündverhalten hätte und damit auch der Druck in der Hülse anders sich entwickeln würde. Dann scrollen wir hier aber mal ein Stück weit runter zu einer etwas bekannten Patrone, mit der ihr was anfangen könnt. Und wir nehmen hier einfach mal die Barnes TSX. Und dann sehen wir, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Wir filtern als erstes nach der Bullet, also nach dem Geschoss. Hier jetzt das Barnes TSX. Und zwar in 8,5 bzw. 130 Grain. Um diese Patrone geht es, oder um dieses Geschoss geht es, Entschuldigung, und geladen wurde das mit einer Cartridge Overall Length von 70,7 mm. Das sind entscheidende Daten, die wieder einfach diese Patrone mal grundlegend beschreiben. Und dann macht es jetzt Vitavori so, dass sie hier gleich eine ganze Reihe von Pulvern und die entsprechenden Ladedaten dazu angeben. Das fängt hier oben an mit dem N130 und endet dann hier unten mit dem N140. Hier könnt ihr jetzt auch schon ein bisschen sehen, welche Pulver kommen überhaupt in Frage für das Barnes TSX oder in meinem Fall eben für die Fox Bullets Classic Hunter und ich lade in meinem Fall ein N540. Ich könnte auch ein N530, N135, N140 etc. laden. Da sehen wir also, wenn ich diese Kombination haben möchte aus diesem Geschoss, dann kommen diese Pulver hier für mich in Frage.
Und dann haben wir auch schon die nächste ganz entscheidende Information. Und zwar haben wir ein Starting Load und ein Maximum Load. Und wenn ich mich jetzt dafür entscheide, die 308 mit Fox Classic Hunter in 150 Grain und Cartridge Overall Length von 67 mm zu laden, dann beginne ich mit einem Start Load von 41,7 Grain mit diesem Pulver. Wenn wir jetzt aber diese Daten hier haben, dann wechseln wir jetzt mal in ein Programm, mit dem wir zum einen selbst Ladedaten entwickeln können, aber eben auch Ladedaten überprüfen können. Und jetzt gehen wir hier mal in den Reiter Fox 150 mit dem Vitavori. Das sind einfach Ladedaten, die ich mir schon mal vorher abgespeichert habe. Und jetzt finden wir hier links eine ganze Reihe Informationen. Wir haben hier eine 308 Winchester und wir haben hier das Fox Classic Hunter in 150 Grain. Es ist ein 308 Geschoss, die Geschossmasse sind 150 Grain, die Geschosslänge und die Setztiefe sind hier auch drin. Geschosslänge ist für mich erstmal zweitrangig und die Setztiefe errechnet sich automatisch. Und zwar errechnet die sich aus den Daten hier oben zur Waffe. Und zwar haben wir eine Hülsenlänge von 50 mm, ein Hülsenvolumen von 56,06 Grain. Das habe ich ausgelittert und den Mittelwert gebildet. Das ist eben eine dieser Sachen, wo bei mir abweichen. Ich lade mit anderen Hülsen als in den Ladedaten und die Patronenlänge, also die Cartridge Overall Length, sind hier auch 67 mm. Und dann kann ich hier unten eben eine Ladeleiter machen und sagen, ich beginne bei 42 Grain und das ist dann das Maximum Load und möchte hier 5 Abstufungen in beispielsweise 0,5 Grain haben. Dann kommt dabei diese spannende Tabelle hier raus und die zeigt uns jetzt hier schön diese unterschiedlichen Kurven an. Jetzt gerade für die ausgewählten 40,5 Grain von dem entsprechenden Pulver Vitavori N540 mit der entsprechenden Setztiefe, dem entsprechenden Geschoss etc. Und dann sehen wir, dass wir hier zumindest nach dieser Berechnung noch unter dem Maximaldruck sind und zwar knapp unter dem Maximaldruck minus 25% und damit ist es für mich erstmal eine verhältnismäßig sichere Ladung. Das Ganze orientiert sich hier jetzt sehr eng an den Original-Ladedaten, da wäre so eine Überprüfung gegebenenfalls gar nicht nötig, aber jetzt spielen wir das mal durch und sagen, wir wollen hier jetzt aber 50 Grain von diesem Pulver reinladen und dann sehen wir schon, was passiert. Achtung, Überdruck, wir sind hier maximal im Überdruck drinne und sind hier natürlich mit 49, 49,5, 50 weit, weit über dem zulässigen Gesamtdruck. Und das wäre jetzt so ein Beispiel, wo ihr natürlich Ladedaten überprüfen könnt. Wenn ihr die aus nicht verlässlichen Quellen bekommt, dann gebt ihr die Sachen hier entsprechend ein und seht, wo liegen diese Kurven. Gehen wir hier wieder zurück auf irgendwelche 42 Grain, dann sehen wir, okay, alles safe, hier sind wir in dem Bereich, was auch empfohlen wird und wir können die Patronen hier in dieser Laborierung so mal testweise laden. Ja, jetzt haben wir gesehen, wie wir uns so eine Ladeleiter zumindest mal digital herstellen und woher wir überhaupt unsere ganzen Informationen für die Ladung bekommen und wie wir damit vor allem eine sichere Ladung machen und wie wir die jetzt nachher in die Praxis umsetzen, schauen wir uns im nächsten Video an, wo wir mal eine kleine Ladeleiter laden werden. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.